Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zu Kommande Keen 0 Part 1. Naja, so heißt zumindest der Mod. Und wer sich denkt, das sieht ja ein bisschen älter aus, der liegt nicht ganz falsch, denn die Ursprungsversion hiervon ist von 2004 und hat erst vor genau einen Tag ein Update bekommen. Also fast 20 Jahre später. Und deswegen schauen wir uns das hier mal an und werden gleich herausfinden, wie das sich hier so spielt. Das Gute ist, wir haben es noch nicht gespielt. Von daher, haben wir jetzt hier nichts doppelt gemoppelt oder so. Und das Ganze ist ein Keen 1 Mod von den guten Entropic DK. Und ich würde mal sagen, wir gehen in die gute Stube und wir sind eine Hitbox mit Pfeilen. Okay, ja, interessant. Was zur Hölle ist das denn? Das sieht ja irgendwie bedrohlich aus. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre eventuell tödlich. Interessant. Das Ding sieht irgendwie gemein aus. Oh. Warum können wir das Licht ausmachen? Ich meine, das hier ist ganz cool. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding da unten könnte gefährlich sein. Eventuell denke ich mir das wegen der glühenden Augen oder so. Maybe. Okay, das sind Punkte. Aha, Feuer. Okay. Oh. Das ist ja interessant. Das Ding wird zu einem Kreuz. Okay. Ja, ist interessant bisher. Relativ minimalistisch. Ach, das sind einzelne Charges gewesen. Ich dachte schon, das wären alles irgendwie fünf Schuss. Ist allerdings nicht der Fall. Okay, das da ist offensichtlich tödlich. Und das ist einfach ein Recolored Yorb. Okay. Sind die gefährlich? Nee, das sind basically normale Yorbs. Okay, das sind Punkte. Ich habe nur eine Keycard. Okay, die verwandeln sich wirklich in so Kreuze. Das ist ganz, cool ist der falsche Begriff dafür. Es ist ganz, es ist ganz in Ordnung. Die Keys haben eine interessante. Sollen das wirklich Keys sein oder sind das so eine Art Disketten? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das war das erste Level. Ich glaube, man kann sagen, einigermaßen solide für etwas, was von 2004 stammt. Ich weiß jetzt halt nicht, wie die Improvements aussehen. Es ist auch lustig, dass da jetzt auf der Seite, also wie immer, Link in der Beschreibung steht, und zwar bei den Discussions, Abandoned Level Pack und jetzt im Status steht Complete. Eventuell, weil jetzt das Update kam, war das davor Abandoned? Ich weiß es nicht. Okay, wir kriegen Munition. Okay.
Ich dachte ja erst, die wären tödlich, diese Blöcke. Interessant, das Level hier war ziemlich kurz und leer. Okay, ich brauche einen Key. Oh nein, Eisphysics. Meine einzige echte Schwäche. Inklusive Level, die nur 1000 Gegner haben. Das steht ja Exit. Das steht doch nicht Die, oder? Interessant. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Okay. Ich brauche einen Key, aber wo kriege ich den denn her? Das ist so die Frage. Wie komme ich denn da runter? Ich von hier nicht. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil da ist quasi das Exit, aber das kann ich doch gar nicht umgehen, oder? Oder kann ich ja drüber springen? Okay. Ach so, just kidding. Okay, das ist einfach nur ein Troll. Aha. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendetwas verpasst. Und ich glaube, ich sollte irgendwie einen Pogo haben, um da hochzukommen. Aha. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Aha. Ich würde mal sagen, wir beginnen von vorn. Weil scheinbar habe ich irgendwo den Pogo übersehen, den ich ja benötige. Ich würde mal sagen, diesmal gehen wir mal hier nach oben, was ich beim letzten Mal nicht gemacht habe. Obwohl, ich bin das letzte Mal von der anderen Seite. Guter Start. Ich weiß nicht, warum ich direkt komplett rausgegangen bin. Nobody knows. Okay, irgendwo. Okay, das da oben sind scheinbar nur Punkte. Nobody knows why. Das hier ist Munition. Das da oben ist gar keine Munition. Auch wenn es ein bisschen danach aussieht. Ich meine, das sieht doch aus wie Munition. Das sind aber Punkte. Das ist ein bisschen misleading. Soll das irgendwie so eine Art Trollmod sein? Nee, ich glaube zumindest nicht, weil es jetzt nicht so die Rollelemente hat. Okay, also hier sehe ich zumindest keinen Pogo. Gibt es hier irgendwo einen Pogo? Ich meine, irgendwo muss ja doch der Pogo hier sein. Weil ansonsten wäre das ja ziemlich Blödsinn. Und jetzt kommt doch schon das Level hier. Nee, so schieße ich. So kann ich nicht hochspringen.
Übersehe ich irgendwas? Ich meine, das kann durchaus sein. Ich habe kurz gedacht, vielleicht kann man die ja irgendwie zerschießen oder so. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Übersehe ich was? Ja gut, ich meine, es gibt 16 Level an der Zahl. Und eventuell habe ich eine nicht spielbare Version runtergeladen. Auf der anderen Seite, das Ding hat 3 Votes mit einem einzigen Stern, also das scheint hier nicht so gut angekommen zu sein. Eventuell ist es nicht spielbar. Und ich seh auch gerade, dass wir eventuell die slightly improved Version gespielt haben, aber es muss doch irgendjemand gesehen haben, dass man hier gar nicht hochkommt. Oder muss ich hier erstmal sterben? Ist das der Key? The way to go? Ich bin maximal verwirrt, weil ich meine, ich habe keinen Pogo bisher gesehen. Ja, cool. Also vielleicht ist da irgendwas schiefgelaufen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich muss dann an der Stelle leider einen Break machen. Aber vielleicht habe ich auch. Ich meine, ich habe die neueste Version runtergeladen. Aber das, ich meine, das war was, ich meine, da steht auch eine April's Fool's Edition. Ich glaube nicht, dass das die hier ist. Weil es wäre ja nicht witzig, einfach nach 3 kurzen Leveln, einfach nach gefühlt 3 Minuten hier festzuhängen. Aber na gut, ich werde mich dann nochmal schlau machen und, wir gucken uns das vielleicht irgendwann mal in der Zukunft nochmal an. Ja. Ich würde an dieser Stelle sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Einen schönen 1. Mai. Ja. Vielleicht tanzt ihr ja sogar im Mai, wer weiß das schon. Und dann hören, sehen wir uns hoffentlich am Dienstag zum Stream wieder. Und mal sehen, was es dann gibt. Und ja, das war's für heute. Leider ein bisschen weniger. Und bisschen seltsam, aber hey, manchmal ist das so. Nichtsdestoweniger wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ja, einen angenehmen Start in die kommende Woche. Grüßt in die Sonne und macht's gut.